Hi zusammen, Hannes und Andi hier auf der E3 2018 in Los Angeles und wir sind gerade über einen kleinen Stand gestolpert, nennt sich Replicate, sind im Prinzip wirklich nur kleine 1:6 Modelle von den Arcade-Klassikern, wie man ihn noch früher aus der Spielhalle kennt. Und die sind jetzt hier in den USA bereits auf dem Markt, war eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Ja, man konzentriert sich hier wirklich darauf, so die alten Klassiker wirklich zu bringen. Sei es jetzt Centipede, Super Street Fighter 2 oder Tempest, das sind so die aktuellen Titel, die man in petto hat. Es sind weitere geplant natürlich, man ist schon in Gesprächen mit den diversen Publishern, sei es jetzt Sega, Atari, Konami und wie sie alle heißen. All die Klassiker aus den 80er Jahren vor allem. Und man versucht nächstes Jahr noch 12 weitere Geräte auf den Markt zu bringen. Also macht sehr viel Spaß hier zu spielen, auch wenn es sehr klein ist. Wir haben große Finger und trotzdem war es überhaupt kein Problem. Ohne zu zocken, das Ganze wird einfach per Micro-USB aufgeladen und es ist wirklich alles dran wie im Original. Ihr habt ein Trackpad, keinen normalen Joystick, ihr habt eine normale Taste dazu. Und ja, eigentlich eine ziemlich coole Sache, ziemlich nettes Spielzeug, aber nicht ganz günstig. 160 US-Dollar soll es kosten, heißt bei uns wahrscheinlich irgendwas um den Dreh 180, 190 Euro schätzungsweise. Und der nächste Haken ist, es kommt zwar Ende des Jahres auch nach Deutschland, mit Hilfe von Sony wird es wohl vertrieben, aber es wird nur wenige Stück geben. Das heißt, wenn ihr wirklich Interesse habt an so einem Teil, solltet ihr die Augen offen halten. Es wird wahrscheinlich nur 500 bis 1000 Stück in Europa geben. Und das ist natürlich ein Ansporn für alle, die eins haben wollen, sich das Ding zu besorgen. So viel dann auch schon zur Replicate. Und ja, lasst uns gerne ein Abo da, Fragen zur E3, alles Mögliche gerne ab in die Kommentare. Und damit bis zum nächsten Mal.